Ja, grüß euch. Ich bin's, der City Reini. Wir gehen heute auf den Windhockkogel. Der ist da oben. Schaut's mit und schaut euch das an, wie wir da aufgegangen sind. Ja, wie gesagt, wir gehen heute auf den Windhockkogel. Geplante Aufstiegszeit oder Anstiegszeit, sagen wir mal 3 Stunden maximal. Höhenmeter 820 circa. Windhockkogel. Jawohl, das ist eh schon der erste Wegweiser rechts. Und da könnte man auch zur Ruine Scharnstein rauf. Ah ja, und bevor ich es vergiss, stehen bleiben, sind wir natürlich am Parkplatz Dürstenbach. Ja, noch nicht ganz 1,5 Kilometer auf der Fußstraße, sind wir wieder zur Abzweigung da. Wir müssen nach rechts gehen, ist eh schon angeschrieben. Windhockkogel. Jetzt sind wir da eh schon so richtig steil bergauf unterwegs, muss ich euch sagen. Jetzt wird das gleich wieder gescheit. Aber was soll's machen? Ist so. Da die Holzknechten, was man so braucht. Inklusive Hopfenblütentee. Sehr fein. Windhockkogel. Das Abonnieren nicht vergessen. Wollte ich nur sagen. Thank you.
oder? Gute Halbzeit da. Stickel müssen wir noch. Ich hab schon was entdeckt. Zwei da drüben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich fahr wieder mal. Das ist schon das Kreuz. Unser Ziel für heute. Gott sei Dank. Aber wir haben erst 550 Höhenmeter gemacht. Da fehlen uns noch gute 300. Aber zum Glück haben wir jetzt schon hübsch auf der Schneider gekommen. Jetzt geht es wieder da ein wenig gemütlicher weiter. Bevor wir dann da drüben natürlich wieder ein halbwegs einen Anstieg haben. So, da gehen wir weiter, weil schon langsam wird es da warm. Ein schönes Wegerl. Jetzt sind wir auf der Schneid herum. Jetzt zwickt man da auch schon ein wenig um. Eine echt schöne Aussicht da herum, muss ich sagen. Bist du gescheit? Wow! Nicht viel besser. Cool. Ja, wie man sieht, jetzt sind wir nicht gegangen. Weil da unten sieht man die Ruine Schandstein. 4 Kilometer sind es dabei, aber da 450 Höhenmeter. Ja, weiter geht's. Da ist Bergheil. Jawohl.
Ja, nach einer kurzen langen Gipfelrast gehen wir jetzt wieder runter, genauso wie wir gekommen sind. Da zeige ich euch nur ein wenig was und dann haben wir es eh schon wieder. Das letzte Stückchen, das ist jetzt schon gescheit steil auf und natürlich dann oben auch wieder. Das muss man schon sagen. Das ist ja ohne da. Ja, 1339 Meter sind wir da herum. Aber leider, auch bei den schönen Wieder, war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, das Abonnieren nicht vergessen und nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt Wandern mit Sitte, die reine 883. Dankeschön, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Schaut mir das mal ein wenig an, so was Schönes heute.